Neuankömmlinge. Was? Kommt hier auf. Geh weg. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hoffentlich. Also netter als die, die wir gerade getroffen haben. Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Vaudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ambrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Okay, okay, okay. Wir gucken uns mal an, wie die Stadt aussieht. Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Also, ich würde so eine Wassermelone... Was machen wir zuerst? Naja, was willst du denn sehen? Alles. Dann los. Schöne Ziegen. Frisch gemolkene Ziegenmilch. Die Weine und Liköre werden alle aus heimischen Bergpflanzen hergestellt. Oh, ein guter Hypokras geht immer. Mal sehen. Hühner. Hallo, Schweinchen. Gebranntes Fleisch. Kommt und probiert. Oh ja, ja, ja. Lass uns probieren. Das riecht so gut. Hey, na komm, probier ein Stückchen. Nur zu. Oh, lecker. Schmeckt's? Ja, aber das ist kein Schweinchen, oder? Na los, schauen wir uns weiter um. Ja. Ja, wir schauen uns immer weiter um, bevor er die Frage beantwortet. Was haben wir hier? Das war gut. Jetzt habe ich Hunger. Gehen wir lieber, bevor du mehr willst. Was ist mit dir los? Amicia, warum sind die Mauern rot? Ich habe gehört, dass die Erde hier manchmal rot ist. Sie nennen diese Farbe Ocker. Hergehört! Hergehört! Graf Victor von Arles heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen! Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her! Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels! Morgen findet... Der lang ersehnte Rindermarkt statt! Yeah. Kommt alle zur Auktion! Graf Victor von Arles wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt! Saint-Jean? Okay. Wo kann ich denn hier dieses freie Wurfspiel spielen? Das sollte ich mir ansehen. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Was? Was für Vorräte? Der Jahrmarkt ist noch größer als letztes Jahr. Ich will hier zu diesem Wurfding. Ein günstiges. Das ist nur vorsorglich geschlossen. Wegen der Schweine aus der Arena, weißt du? Nee, hier gibt's was zu essen. Ja. Ich habe gehört, alle Tiere aus der Arena seien weg. Alle todkrank. Der Gestank dort ist unerträglich. Kann ich hier hin? Nee. Okay, ich werde auch nicht runterspringen, Charlie. Ich würde gerne dieses Spiel spielen. Dieses Freiwurf-Gedöns-Spiel. Geht das? Wahrscheinlich nicht. Schade. Oder ist es erst morgen? Wenn nicht, komme ich morgen nochmal wieder. Dann gehen wir erstmal weiter gucken. Hast du gesehen? Was? Die Leute hier. Sie sind glücklich. Ah. Ja, stimmt. Sieh nur, da oben. Das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh. Was? Genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Wo ist denn deine Wetterfahne? Okay, keine Ahnung. Alter, hier ist ja richtig was los. Fürsten und Kämme aus Florenz. Probiert sie aus.
Mademoiselle, wie wäre es mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Oh, warte mal hier. Arm drücken. Ich will hier... Kann ich mitmachen? Ich zeige euch mal, wo hier die Hack... Oh, jetzt. Jetzt geht's los. Aufgepasst. Ja, komm. Na, dieses Mann! Jetzt! Komm. Dir den Arm. Ja, und? Ja, hallo? Wird's heute auch noch was? Hi. Mehr Muskeln, weniger Geplapper. Bewundert diese Frau. Okay. War schön mit euch. Tschüss. Was ist hier los? Oh, dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot, aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Ich dachte, wir dürfen jetzt einen Schluck trinken oder so. Also probieren. Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. Okay. War ja klar. Was gibt's denn noch Schönes hier? Sieh mal, die Farben. Schöne Stoffe. Stell dir vor, was für Kleidung man damit machen kann. Sieh mal, Blumen. Würzkräuter, Salben. Nicht nur an einem. Oh, Ringelblumen, Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen. Hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Viel Spaß. Okay. Ja, komm, sehen wir uns den Rest an. Klar. Ja, ich würde wie gesagt immer noch... Okay, jetzt Fisch. Warte, wir gucken erstmal noch hier hinten. Was hier? Kommt, spielt kostenlos. Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ist sie auch. Okay. Also gut. Wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar. Ja. Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Wie mach ich das jetzt? Kinderspiel. Einfach nehmen? Los! Haha! Ja! Warte, kurz. Du bist toll! Das war knapp. Wie knapp? Treffer versenkt, würde ich sagen. Okay, warte. Nicht aufgeben! Der ist tricky hier vorne. Weil du den eigentlich nicht mehr Dings machen kannst, wahrscheinlich. Gut getroffen! Natürlich. So, was krieg ich dafür? Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser. Und das ganz ohne Schleuder. Wir müssen langsam los. Danke. Wiedersehen. Die beste Spielerin. Was ist das denn? Mann. Kommt, Spiel kostenlos. Ein Spiel, okay, bla bla. Achso, hier wird halt einfach nur... Was heißt denn hier abspielen? Kommt, spielt kostenlos. Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Also gut. Wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch. Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Okay. Also genau das, was wir gerade gemacht haben, hören wir da nochmal. Cool. Na gut. Gehen wir hier weiter. Wir müssen noch zu unserer Mutti. Lauten nur die Besten. Warte. Lauten? Können wir Musik spielen? Sind wunderschön. Danke. Ich stelle sie selbst her. Kannst du spielen? Nein, ich hatte nie die Zeit, es zu lernen. Aber sie ist ziemlich gut. Ich könnte spielen. Eines Tages werde ich es lernen. Schade. Guck mal hier. Wird mit Feuer rum gedüdelt. Feuerspucker. So. Wow. Bitte.
Seht euch vor. Gehen wir zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja, ich mag es hier. Ich auch. Oh, da spielt jemand Musik. Oh, ich kann nicht sehen. Hey, weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Ja! Klasse! Das ist wirklich sehr schön. Die Musik ist komisch. Ja, klingt aber toll. Wieso komisch? Ist so gut? Sie sind echt gut. Das ist die Frage. So, junger Mann, sehen wir uns das Haus an. Schon? Ja. Mutter wartet sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder. Der Jahrmarkt ist ja, der läuft ja noch ein bisschen, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass wir, dass er gleich wieder vorbei ist. Also, glaube ich. Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Na, schauen wir mal. Ob das dann auch wirklich so bleibt. Lass dich wieder runter. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja, ja. Ich will endlich das Haus sehen. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich. Der Tag war ganz schön lang. So, wo müssen wir denn hin? Sind wir hier hoch? Hey, ihr seid zurück. Und wie war's? Es gab einfach alles. Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal. Ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja. Das sieht sehr schön aus. Zuhause. Das vor allem unten ist auch sehr idyllisch. Ich mag es hier. Kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar. Sehen wir uns drinnen um. Wer bekommt denn jetzt welches Zimmer? Das ist unsere Tür. Oder müssen wir uns ein Zimmer teilen? Sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Was? So, ich muss das mit ihm reingehen. Ja. Lass uns reingehen. Nach dir. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Ins Bett. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Wieso geheilt? Was fehlt uns denn jetzt? Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Ich habe es für ihn getan und ich will euch wieder töten. Ich will euch alle töten.
Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die 2. Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen, und zwar schnell. Verstanden. Magister Vaudin. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Ja, ich glaube, wir sollten einfach nicht da wild rumballern. Weil wir sind ja neu in der Stadt. Wir wollen ja nicht gleich Ärger haben. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. Warum ist Vaudin noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Okay, wen denn? Also hier einfach Leute? Nee, kann ich nicht fragen, schade. Da, Voll. Eine Stadtwache. Ich frage mal. Ja. Hallo? Verzeihung, wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Vielen Dank. Okay. Floristen kenne ich. Da waren wir frei. Gut, immerhin etwas. Ach, ich hätte es wissen müssen. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. So, aufgepasst. Hier, Florist. Hallo. Oh, Hallo. Ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Wo ist denn jetzt der Brunnen? Hoffentlich hilft er uns. Bestimmt. Ist der Brunnen hier unten? Na, wahrscheinlich nicht. Braune Tunika, Brunnen, ja. Warte, hier, der hier? Verzeihung, Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudin. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hör zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, okay. Verschwenden wir keine Zeit. Also auf zur Arena. Das Arena-Viertel. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft, das spüre ich. Ja, deshalb lasse ich die Kinder lieber im Haus. Okay, okay, okay. Ein Armenviertel. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich? Gut möglich. Ja, aber wo? Amicia, das Symbol an der Wand. Der Orden. Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen, okay. Bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut, komm. Wir gehen um die Arena herum. Immer diese Gesetze. Wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt. Können wir die nicht einfach erledigen? Da ist eine Tür. Ja. Also ich meine, wir sollten keinen Streit anfangen, aber... Ne? Man weiß ja. Also, bereit, das Gesetz zu brechen? Ja. Komm schon. Okay. Jetzt könnte es wieder tricky werden. Ist das... Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudin. Das ist gar nicht gut. Wenn er nicht schon tot ist.
Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Hat denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemanden. Mag sein. Okay. Hier, noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Hallo. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Oh, warte. Sieh Loot? Mal. Da oben, eine Öffnung. Doch kein Loot. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Was? Der könnte helfen. Ich helfe dir. Wo ist denn hier eine Öffnung? Ach da, die Öffnung meinst du. Okay. Ich dachte, es wäre Loot, aber es ist kein Loot. Wenn Vodor hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas, falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Ja, aber oder wir sind dran schuld, weil wir das mitgebracht haben? Bitte! Nicht! Stimmt! Was jetzt? Wo ist der? Sprich! Ich kenne ihn nicht! Wirklich! Du Stück! Nicht gut! Er trägt einen Helm! Ich kann nichts tun! Was machen wir? Gehen wir vorbei! Kein Mucks! Du bist allein! Und ich habe alle Zeit der Welt! Sag's mir einfach! Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht ein. Nein. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Okay. Kann ich mich hier drin verstecken? Geht das? Amicia, er wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier krepiert bist. Mann, was für ein elender Tod. Ja, verzieh dich nur. Was macht hier solchen Lärm? Ja, was, also wirklich? Was macht hier solchen Lärm? Oh Gott, es wird nicht besser. Irgendein Zeichen vom Arzt? Oh. Ich hab nichts gehört. Ein Arzt? Nein, dieser Vodor weiß, wie man sich versteckt. Und der Boss kommt bald zurück. Oh, Scheiße. Sie suchen auch nach Vodor. Sie denken, er wäre Arzt. Oh, na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Nicht eine Münze. Dann auf zu plündern und such den verdammten Alchemisten. Irgendwer findet ihn schon. Oh, oh. Dreh dich mal nochmal um. Ah, ein Geräusch. Da war ein Geräusch. Ich bin weg. Und zwar ganz schnell. Als ob er das nicht mitbekommen hätte. Vielleicht bin ich auch. Ja, also vielleicht. Man weiß es ja nicht. Mahlzeit, Blackboard! Ist das jetzt Teil 2? Ja, das ist Teil 2. Muss man den Bengel immer noch an die Hand nehmen? Der, ja, aber der liegt gerade zu Hause krank. Im Bett. Und wir suchen, sind auf dem Weg, einen Arzt zu finden. Jetzt ist die Frage. Oh, warte mal, vielleicht die Tür hier nehmen? Ich wusste jetzt mich gerade nicht, wo lang. Okay, hat keiner gehört. Oh, ja, das stinkt. Oh, was zur Hölle. Ei. Oh, schlecht. Nein. Ach du Scheiß. Bitte nicht. Da oben. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell! Oh Gott! Da ist so ein Ding auf Rädern, aber es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben da mit Leichen transportiert. Oh, als ob das... Schieb! Boah, ist ja gar nicht mal eklig. Ein Massaker! Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. In Guyenne geht es weiter. Es breitet sich schon aus.
Ja, aber sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Na, das ist wohl wahr. Aber dass wir dafür verantwortlich sind, weiß ich jetzt nicht. Gehen wir schnell. Schon so viele Tote. Als ob es uns ein Schritt voraus wäre. Ja. Ja, leider ja. Aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal, ich glaube, die haben die Toten gezählt. Da ist ein Messer. Oh, steckt fest. Ja. Komm schon. Ich würde es mitnehmen. Naja, gehen wir weiter. Hier entlang. Bitte. What? Nicht wir haben ein Messer? Mit dem Messer töten. Ich habe keine Wahl. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Na gut. Musst du wissen. Wir können mit dem Messer töten? Also, wir bleiben nicht nur bei der Schleuder. Wir kriegen anscheinend auch noch andere Waffen. Das ist... Ja, ja. Okay, okay, okay. Schau mal, da drüben. Noch ein Symbol. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. Das sieht aber auch nicht so gut aus. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Ach du Scheiße, da oben ist ja auch noch einer. Bogenschütze, da oben. Oh, fuck. Okay, wir haben 4 Gegner. Du hast eine Leiche abgeknallt, du Idiot. Von wegen. Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen habe. Genug herumgespielt. Augen offen halten. Sonst darfst du Arno erklären, warum wir mit leeren Händen dastehen. Scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Ein Hindernis weniger. Vorsicht, wenn sie uns bemerken. Wir müssen vorankommen. So, da oben war noch einer. Also da oben haben wir den Bogenschützen. Der sich jetzt wundert. Ja, ja, der schläft. Der ist... Der ist einfach nur... Powernapping. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht so gut. Weil die beiden haben Helme auf. Ich bin... Tschüss. Sie sind da hoch. Nee, nee. Das, wir sind nicht... auf gar keinen Fall. Gegen den kann ich nichts machen. Oh Gott, da ist ja noch einer. Verdammt. Scheiße. Wehr dich doch. Okay. Das ging mal ganz schnell schief. Okay, wir müssen das anders machen. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey, jemand Bogenschütze, da oben. Reiß dich zusammen. Zeitverschwendung. Du hast eine Leiche abgeknallt, du Idiot. Von wegen. Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen habe. Genug herumgespielt. Augen offen halten.
Sonst darfst du Arno erklären, warum wir mit leeren Händen dastehen. Also mein Ziel ist es jetzt, ich versuche... Warte mal, ich kann ja hier hochklettern, oder? Wenn der sich um... Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Ein Hindernis weniger. Vorsicht, wenn sie uns bemerken. Wir müssen vorankommen. Okay. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Glaube ich. Hey, lass den Scheiß. Wir haben einen verloren. Sichert die Gegend. Ihr seid also da. Oh nein. Genau, weil der geht jetzt noch da. Richtig? Genau. Richtig. Was? Nein, nein, nein. Also ich weiß auch gar nicht, wo der Weg ist. Also wo wir hin müssen. Ist hier richtig? Ich glaube ja. Sicher ihr da drüben. Nicht hierher, nicht hierher. Ihr versteckt euch, wird euch nichts nützen. Vorsicht, ich weiß, was ich mache. Okay, wir müssen ihn jetzt da wegkriegen, weil wir müssen wahrscheinlich durch diese Tür da. Oh. Hey, Mann, wach auf! Okay, er ist abgelenkt. Bleib stehen! Ja, geschafft. Stimmt. Aber ich hab genug von den Dieben, Mördern, Söldnern, dem ganzen Pack, das uns ständig in die Quere kommt. Das Chaos beherrscht unser Leben. Und sie gehören dazu. Aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht. Du hast da hinten ziemlich gewütet. Ja, genau deswegen können wir jetzt dieses Gespräch führen. Was kann ich hier machen? Was? Fähigkeiten? Ich kann hier wieder... What? Okay, Bewusstsein. Misha wird ihre drei Fähigkeitstypen abhängig von deinem Spielstil und deinen verwendeten Werkzeugen verbessern. Drücke I, um das Menü zu schließen. Misha bewegt sich leiser und wird von Gegnern nicht so schnell bemerkt, okay? Angriff. Amnesia achtet auf ihre Umgebung, wodurch sie Gegner im Nahkampf in Feuer oder Ratten hineinstoßen und sofort töten kann. Das ist natürlich sehr geil. Raffinesse. Amnesia stellt dank ihrer erweiterten Alchemiewissens schneller Alchemie-Munition her. Kann ich... Achso. Das kann ich nicht aussuchen, sondern das sind... Okay. Also es sind so wie so eine Art Erfahrungsdinger, wie gut ich mich anstelle. Und Raffinesse war ich anscheinend schon ein bisschen gut. Also so leicht. Okay. Ich hätte gedacht, ich kann die Punkte verteilen.